Alright. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zum Data Science E-Meetup von Erium. Heute zu Gast Tobias Schaffrath-Rosario. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, leider. Freut mich auch. Vielleicht ganz kurz zu Beginn ein paar Worte. Du hast ursprünglich in Berlin studiert und ich habe gesehen in deinem LinkedIn-Profil dich mit Digitalisierung beschäftigt aus den verschiedensten Perspektiven. Ich habe gesehen, sogar 2019 bis 2019 mal sogar als Journalist. Voll cool. Und heute bist du Community Strategy Lead bei Hasty AI. Worum es bei der Arbeit geht, werden wir gleich im Anschluss sehen. Soweit ich es gesehen habe, unterstützt Hasty AI die Kunden dabei, visuelle Machine Learning Workflows zu etablieren und die erfolgreich zu machen. Ja, genau, ist schon auf deiner Folge zu sehen. Die Kernidee ist dabei der Shift von Model to Data-Centric Machine Learning. Was genau dahinter steckt, wirst du uns gleich erklären. Nur noch mal kurz die Spielregeln für alle. Ihr seid herzlich eingeladen, Fragen zu stellen jederzeit. Einfach entweder durch direktes Stellen, Handheben über die Zoom-Funktion oder über eine entsprechende Nachricht im Chat. Und wer eine One-on-One-Frage noch stellen möchte, die vielleicht in einer großen Runde zu tief ins Detail geht. Diejenigen sind herzlich eingeladen, im Anschluss an das Meetup um 17 Uhr einfach noch in der Zoom-Gruppe mitzubleiben, in dem Meeting zu bleiben. Dann können wir quasi Meet der Referent on the Blackboard Session können wir dann noch fertig machen. In dem Sinne, Tobias, the stage is yours. Screen ist schon geshared. Ich freue mich auf das, was du vorbereitet hast. Leg bitte los. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Nee, und auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Bin mich auch sehr gefreut. Und genau, ich werde heute ein bisschen was, das ist schon gut angeteasert, eben zu diesem, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, Paradigm Shift von Model to Data Centric Machine Learning sprechen und auch Agile ML. Und werde auch bewusst möglichst wenig probieren, über Hasty selber zu sprechen, weil ich auch von Theo darauf hingewiesen wurde. Finde ich aber auch gut, dass es das jetzt kein klassischer Sales-Marketing-Pitch ist. Und nee, genau, da können wir eigentlich auch gleich. Jetzt hat es geskippt. Ja, klappt. Genau, dann können wir eigentlich auch gleich in die Agenda reinspringen, was heute ansteht. Also, ich würde quasi erstmal ein bisschen eben darüber High-Level reden, was meinen wir eigentlich mit diesem Shift und was bedeutet das eigentlich, dass wir einen more reliable process enablen und was bedeutet eigentlich Agile ML. Und das sind zugegebenermaßen Slides, auch die wir auch so im Marketing-Decks drin haben, aber was ich dann quasi danach machen werde, anstatt jetzt dann ins Tool reinzugehen und euch alle Funktionen zu erklären, ist eigentlich ein bisschen mehr auch unsere persönliche Einschätzung mitzugeben, aus von dem, was wir gesehen haben. Warum ist das eigentlich überhaupt so, dass halt so viele angewandte Projekte trotzdem immer noch failen, obwohl das Potenzial soweit bekannt ist? Und dann sozusagen am Ende, glaube ich, nochmal so drei wirklich eher praktische Tipps mit auf den Weg geben, was aber alles jetzt ein bisschen eher so aus dem Nähkästchen plaudern ist und nicht die super fancy, schön aufbereiteten Slides, wo wir jetzt schon seit drei Wochen oder länger dran sitzen. Und genau, aber bevor ich das mache, würde ich auch noch mal kurz was zu Hasty erzählen. Einfach für den Background. Und wir sind eben ein Berliner Startup, wie es ja auch schon jetzt im Vorgespräch ein bisschen rausgekommen ist. Und wir bauen eben eine Plattform, um so einen Agile ML-Prozess out of the box zu ermöglichen. Und wir haben als Team von ML-Engineers gestartet, die eben Proof of Concepts für maschinelles Sehen hier in der deutschen, im deutschen Manufacturing Space eben probiert haben zu bauen. Und das Interessante war, dass wir ein technisch sehr, sehr starkes Team hatten. Also wirklich Kaggle, also der eine Engineer, glaube ich, Kaggle Top 100 damals zu der Zeit. Aber trotzdem sind Projekte gescheitert. Und das war am Ende des Tages gar nicht jetzt aus dem, zwar kein technisches Problem, sondern vielmehr ein Prozessproblem und ein Toolstack-Problem. Das ist eben sehr, worauf ich gleich noch ein bisschen mehr eingehen werde, aber einfach ein sehr, sehr linearer Prozess war und wir eben vor allem eben mit der Datenkreation große Schwierigkeiten hatten. Und wir haben eben Research gemacht, was damals State of the Art so genannt war und uns verschiedene Praxisen angeguckt, verschiedene Tools angeguckt, aber keins hat tatsächlich geschafft, unser Problem zu lösen. Das heißt, das Team hat damals dann, da war ich noch nicht dabei, aber hat damals dann angefangen, ein eigenes Tool zu bauen. Und das Feedback darauf war dann so gut, dass wir jetzt Seed Funding 2020 bekommen haben. Und mittlerweile sind wir 30 Mann und Frauen stark, arbeiten mit 7000 Usern auf der ganzen Welt, also es sind kleine Startups. Viele Forschungsinstitutionen, also wir arbeiten mit TUM zusammen, mit Stanford, University of Michigan haben wir Teams, die Hasty benutzen, bis hin zu DAX-Unternehmen. Ich glaube, Bayer ist ein Name, den ich öffentlich auch sagen darf, von diesen DAX-Unternehmen. Und genau, und haben wir halt eben in dieser Zeit jetzt auch schon über 50.000 Modelle trainiert. Und ich glaube, genau das Thema, worüber wir reden wollen, ist eben genau, was haben wir in dieser Zeit gesehen
und einfach da eine Einschätzung zu geben, warum wir glauben, dass denn viele Teams jetzt erfolgreich sind. Und wie auch schon versprochen, würde ich jetzt im ersten Schritt eben darauf eingehen, was meinen wir eigentlich mit diesem Paradigm Shift und mit diesem, was vom Model to Data Centric ML und Agile ML, was ja alles so sehr große Worte sind, aber was das heißt eigentlich konkret. Und ich glaube, was das wichtig ist, um einmal auch noch was einzuordnen, ich glaube, was wichtig zu verstehen, ist, dass wir jetzt langsam an einem Punkt sind, wo jetzt zumindest, wir sprechen hier über Visionary IP, weil das natürlich unser Steckenpferd ist, aber ich glaube, das gilt auch für den Machine Learning oder Applied Machine Learning Sektor im Allgemeinen, aber dass wir langsam an einem Punkt sind, wo die Technologie den Erwartungen langsam entspricht und dass wir langsam an einem Punkt sind, wo wir das wirklich umsetzen können. Und was wir da haben wir hier mal diesen so einen Hype-Cycle aufgezeichnet. Also es ist für die, die jetzt irgendwie keinen Business-Hintergrund haben, das macht man sehr, sehr oft eben in Business-Präsentationen und Slides, das ist genau dieser Hype-Cycle. Und ein typischer Verlauf von jeder Technologie ist, dass es quasi einen Anfang, einen Moment gibt, wo sie losgeht. Dann gibt es am Anfang ein paar Early Adopters, die super excited sind, die sagen, oh ja, das ist richtig cool, damit können wir jetzt alles lösen und die Technologie wird alle unsere Probleme lösen. Und typischerweise entspricht eine Technologie erstmal nie den Erwartungen. Aber danach gibt es eine viel realistische Herangehensweise und Leute verstehen auch die Herausforderung der Technologie, verstehen wirklich, wie man es umsetzt und dann kommt man eben auf so einen Upwards, wirklich auf so einen Upwards-Trend und erreicht irgendwann das Plateau of Productivity, heißt es in diesem Framework. Also sprich, wenn diese Technologie wirklich voll ausgeschöpft ist. Und genau diesen Cycle kann man auch eben bei Applied ML sehen und das hat quasi hier 2017, nachdem halt in den paar Jahren davor diese ganzen wichtigen Paper released wurden für Vision AI, also sprich die ganzen RCNN Frameworks, YOLO, um nur manche zu nennen, war die Industrie sehr, sehr gehypt und es ging dann so weit, dass McKinsey zum Beispiel gesagt hat, 20% aller Aktivitäten in der Wirtschaft sind jetzt automatisierbar und ich glaube, es gibt auch eine Zahl dazu, sowas wie 1,6 Trillionen Market Value, die dadurch kreiert werden und ich habe auch Texte gelesen, die meinten, Vision AI ist das neue Internet und wird den gleichen Effekt auf die Wirtschaft, auf die globale Wirtschaft haben, wie es damals das Internet hatte. Und wie gesagt, der Hype war groß, aber dann zwei Jahre später gab es eben zum Beispiel diese Gartner-Umfrage, 87% der Projekte trotzdem scheitern. Und es gibt mehrere Umfragen, es gibt auch Zahlen von 60%, es gibt aber auch Zahlen von 97%, das ist je nachdem, welche Umfrage man sich da rauspickt. Aber der Fakt ist eben, dass halt die Technologie diesen Erwartungen nicht gerecht wurde. Und was wir jetzt aber langsam sehen, ist, dass sozusagen halt eben angeführt von Andrew Ng immer mehr sich so eine Data-Centric-Movement entwickelt und immer mehr Leute eben so einen Data-Centric-Approach wählen und dadurch einen viel, viel besseren Prozess haben und viel, viel erfolgreicher werden eben mit ihren Applied ML-Projekten. Und genau darauf möchte ich jetzt ein bisschen mehr eingehen, aber davor einmal sozusagen, was hat sich verändert zwischen vor zwei Jahren, wo alle Projekte gefailt haben? Kann ich da kurz was einhacken? Ah ja, klar, natürlich, sehr gerne. Hi, zu der Folie davor, es wird so negativ gesehen, dass so viele Projekte es nicht in die Production geschafft haben, aber ist es nicht auch eigentlich zu so einer Lernkurve, dass man erstmal viele Projekte erschaffen muss, um daraus zu lernen, um dann überhaupt was in der Projekte, also ich sehe diese 87 jetzt nicht irgendwie als schlecht an, sondern eher zu sagen, dass wir erstmal überhaupt wissen müssen, wie kann man das ML richtig anwenden, kann man das nicht so sehen oder ist das wirklich als negativ angesehen in der Wirtschaft? Nee, genau, ja, dann habe ich das vielleicht falsch irgendwie geframed und genauso würde ich es jetzt eigentlich tatsächlich framen, dass man sagt, okay, es war vor zwei Jahren war der Punkt, das ist eben dieser typische Zyklus, wo man erstmal quasi halt scheitern muss, um jetzt daraus zu lernen. Aber ich glaube, es ist aber genau das, also gebe ich dir voll recht, das ist total legitim, weil das auch so viel gescheitert wurde. Und wir sind ja selber ein Beispiel dafür, wir sind ja erstmal gescheitert, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, ah, wir haben eine Lösung entwickelt, die es besser macht. Deswegen glaube ich, es ist total legitim, aber genau, ja, das ist... Okay, alles klar, habe ich das missverstanden. Genau. Alles klar, dann mach schnell weiter. Genau, aber jetzt geht es halt darum, was genau hat sich halt eben geändert im Mindset oder was hat man, glaube ich, verstanden immer mehr. Ist halt, glaube ich, dass die Herangehensweise an Machine Learning mittlerweile eine andere ist und dass es, glaube ich, traditionell als ein klassisches Informatikproblem gesehen wurde. Und in der Informatik folgt man sehr oft dem Paradigmus, dass man sagt, okay, Algorithmen und Daten sind getrennt voneinander. Also sprich, sagen wir, wir bauen jetzt einfach ein ganz simples Facebook nach oder eine Social App. Es sollte egal sein, ob ich jetzt ein Bild von meinem Abendessen oder von meinem Urlaub hochlade. Der Algorithmus funktioniert genau gleich. Während Machine Learning eben dieses, dass sich auch ändert und die Grenzen eben fließend werden
Und man sagt, eigentlich geht es genau darum, wie der Algorithmus mit Daten zusammenarbeitet. Das heißt, sprich, für mein Machine Learning Modell sollte es einen Unterschied machen, ob ich jetzt ein Urlaubsbild oder ein Essensfoto hochlade. Und ich glaube, dass dieser Fakt klingt erstmal sehr trivial, aber ich glaube, wenn man die Auswirkungen davon, wenn man das zu Ende denkt, sind eben nicht so trivial, die sind relativ krass tatsächlich. Dass man nämlich sagt, wenn man in diesem alten Prozess drin ist und sagt, okay, wir trennen jetzt einfach Daten von Machine Learning und teilen jetzt einfach, keine Ahnung, 10 Machine Learning Engineers und geben denen ein fertiges Datenset. Was dann passiert, ist, dass man eben so einen linearen, klassischen Waterfall-Process drinsteckt. Und man sagt, okay, quasi die, man sammelt erstmal Daten, das wäre der erste Schritt, dann labelt man Daten und oft in der, denkt man braucht 5.000, 10.000 Bilder, um anzufangen, weil das sozusagen das ist, was man auch in den Papern immer liest, weil das die Größe ist von ImageNet und von Coco, die sind ja noch viel größer. Aber denkt man, wir brauchen mindestens 5.000, 10.000, dann lässt man diese Daten manuell irgendwie annotieren und labeln. Und das ist dann einfach ein sehr, sehr, das wird oft outgesourced, ist ein sehr langer Prozess. Und erst wenn dann der ganze Datensatz durchgelabelt ist, geht man dann wirklich ans Modell trainieren ran, trainiert das erste Modell, testet ein bisschen an mit Parametern, optimiert das Modell, deployt das Modell und erst dann kriege ich eigentlich erstes Feedback, ob meine Datenstrategie funktioniert hat. Und was mit Datenstrategie, wenn diese typische Sachen wie zum Beispiel, also ich habe später noch konkrete Beispiele in der Präsentation drin, aber jetzt ein ganz plumpes Beispiel, ich habe jetzt Bilder, nur meine ganzen Trainingsdaten wurden alle tagsüber aufgenommen und habe vergessen, dass ich mein Modell aber auch nachts benutzen möchte und auf einmal funktioniert mein Modell nicht mehr. Und das Problem ist aber, wenn diese beiden Aspekte Daten und Code oder Daten und Algorithmus getrennt voneinander betrachtet, merkt man das halt erst Wochen, nachdem man das Projekt angefangen hat und oft ist dann eben schon so viel Geld reingesteckt worden und so viel Zeit reinvestiert worden, dass man dann nicht einfach zurückgehen kann. Und währenddessen auf der anderen Seite eben Agile ML oder die Verbindung von Daten und Modell würde quasi zu einem Prozess führen, wo man konstant an allem arbeitet. Wo man quasi sagen kann, okay, ich label nicht gleich 10.000 Bilder, sondern ich label erstmal nur 100 Bilder, trainiere dann mein erstes Modell und kriege dann schon mal ein ganz gutes Gefühl, okay, was funktioniert überhaupt, was funktioniert nicht, deploy dieses Modell auch und kriege dann ein Gefühl, was funktioniert nicht, label dann 500 Bilder mehr und merke dann vielleicht, oh, ich habe ja ganz vergessen, Bilder von nachts drin zu haben und kann dann quasi wieder zurückspringen zu dem ersten Schritt und sagen, okay, jetzt sammle ich erstmal nochmal Bilder. Dann kann man sagen, okay, ich probiere mal das Modell zu optimieren, eben indem ich die Parameter tune, merke dann aber, oh, also tatsächlich die Daten sind einfach nicht sauber, kann die Daten wieder säubern, kann wieder zurückspringen zum Parameter-Tuning und quasi immer hier im Hin und Her bouncen zwischen den verschiedenen Aufgaben. Und was das quasi das Ergebnis davon ist, halt, dass ich wirklich halt viel, viel schnelleres Feedback bekomme, ob das, was ich gerade mache, eigentlich funktioniert. Und dass ich dann sozusagen dadurch einfach schneller zum gleichen Ergebnis komme oder halt in der gleichen Zeit zu einem viel, viel besseren Ergebnis leistungstechnisch, wenn man sich die Modell-Performance am Ende anguckt. Und dadurch ist das sozusagen das, warum jetzt mehr Projekte funktionieren, weil ich glaube, genau um auf deinen Punkt zurückzukommen, jetzt halt eben Teams daraus gelernt haben, dass es halt einfach nicht so funktioniert, dass ich sage, ich label erst 10.000 Daten und dann trainiere ich mein erstes Modell, sondern dass man merkt, okay, es macht schon Sinn, es früh zu testen, auch wie das Modell sich überhaupt verhält. Und ich glaube, hier sind doch ein paar Resources, die gut sind, um sich das anzugucken. Es gibt einen Talk von Andrew Carpenter, da gehe ich gleich in den nächsten Slide ein, deswegen skippe ich das kurz. Aber ich glaube eben Andrew Ng ist hier der große Name zu nennen, einfach der das probiert gerade zu verbreiten, dieses Data-Centric Machine Learning. Und es gibt quasi einen YouTube-Talk, der, glaube ich, das erste Mal announced hat, der sehr, sehr gut ist, um das auch zu verstehen. Aber der hat jetzt auch einen Coursera-Kurs über MLOps und wie das alles funktioniert. Und es gibt einen Berkeley-Kurs, es gibt auch einen Stanford-Kurs, die alle umsonst sind, wo jetzt eben immer mehr Leute genau das anfangen, eben zu unterrichten. Und hier ist eben jetzt ein Beispiel, sorry für die schlechte Qualität, das ist ein Screenshot von Andrew Carpartys Talk auf der CVPR vor, ich glaube, 1 Monat oder 6 Wochen. Und die CVPR ist die größte Computer Vision Conference der Welt. Und Andrew Carparty ist der Head of Machine Learning bei Tesla. Und da hat er announced, dass jetzt quasi Tesla für das autonome Fahren nur noch Kameras benutzen wird, keine LiDAR-Sensoren. Weil er der Meinung ist, dass sie folgen eben auch einem Agile-ML-Prozess, der hier abgebildet ist auf der Slide, und dass dieser Prozess eben bessere Ergebnisse produziert, als es quasi LiDAR-Sensoren tun. Und deswegen, und das ist eben, genau, ja, sorry, kurz verloren, aber
Das hat Andrew Kapat eben da announced und die gehen jetzt eben genau darauf. Und man sieht hier eben genau diesen Agile Workflow, dass er quasi sagt, okay, die Data Source sind natürlich die Autos, die permanent die Straßen filmen. Dann werden die Bilder rausgefiltert, wo die Modelle einfach nicht also eine Low Confidence haben. Diese Bilder werden dann quasi nochmal rausgefiltert hier mit einem eigens entwickelten Algorithmus. Aber dann quasi werden so die Edge Cases herausgefunden. Ich glaube, das geht hier in die Richtung Active Learning bei Tesla, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Talk. Dann werden quasi diese Bilder neu gelabelt. Das Modell wird neu trainiert, neu deployed und dadurch quasi updaten sie das Modell konstant und das Modell ist aber schon im, also quasi bei allen Teslas im Einsatz, ohne jetzt, dass es der Fahrer damit interagieren kann. Aber dadurch sammelt es konstant Daten, man kriegt automatisch mit, wo funktioniert das Modell noch nicht, wo funktioniert es und dann geht es immer so im Kreis. Und hier ist zum Beispiel auch ein konkretes Beispiel, ich glaube, das war es im anderen Talk schon auf einer Konferenz von davor, aber zum Beispiel meint, deswegen sind hier so viele Tunnelbilder, dass die Modelle am Anfang riesige Probleme mit Tunneln hatten. Dass aus irgendeinem Grund das Modell dachte, wenn das Auto in den Tunnel fährt, dass es regnet und dann die Scheibenwischer anging. Und das ist genau, was halt hier jetzt, aber deswegen sind hier eben so viele Tunnelbilder, weil die das eben dadurch entdecken können und auch einfach fixen können. Und man jetzt quasi nicht sagt, okay, wir sammeln jetzt erstmal ganz viele Bilder, labeln dann alle Bilder, man weiß aber gar nicht, sowas kann es ja sehr schwer zu interpretieren im Vorhinein. Und was wir sozusagen, jetzt würde ich auf Hasty in der normalen Sales-Präsentation switchen und quasi wir sagen halt, okay, wir wollen bauen ein Tool, das das out of the box ermöglicht, für auch kleinere Teams, die jetzt nicht gerade Tesla sind, aber ich fände es eigentlich, genau wie schon gesagt, würde ich jetzt viel lieber dazu übergehen, warum wir glauben, dass es so ist. Und auch als kleiner Disclaimer, das ist jetzt halt viel mehr, sehr viel Meinungsstärke als der Teil davor. Es muss natürlich alles nicht so sein. Und auch die Slides sind nicht mehr so schön, weil es nicht unsere typischen Marketing-Slides sind. Tobias, darf ich an der Stelle kurz einhaken? Ja, sehr gerne. Ich hätte noch eine Frage zum Prozess. Wenn du zwei Folien kurz zurückspringen könntest. Genau. Hier beschreibst du ja einen hochdynamischen Prozess mit dem Constant Evaluation of Results. Genau. Kannst du nochmal vielleicht genauer darauf eingehen, wie das bei euch dann im Tagesgeschäft abgebildet ist, beziehungsweise welchen Tagesgeschäftsworkflow ihr euren Kunden empfehlt? Weil mir jetzt an der Stelle nicht klar ist, bedeutet das von dir beschriebene Vorgehen, dass der Wasserfall von der Slide davor durchgespielt wird, aber halt viel, viel schneller, so wie du es beschrieben hast. Du hast ja gesagt, okay, es werden nicht von Haus aus 100.000 Bilder, sondern vielleicht nur 100 gelabelt. Ja. Oder gibt es tatsächlich einen dynamischen Bounce zwischen den einzelnen Phasen? Und falls zweite, das würde mich halt interessieren, wie managt ihr das? Weil auch in der agilen Softwareentwicklung habe ich Sprints, die immer sehr strukturiert ablaufen, aber die Iterationszyklen sind dann einfach wahnsinnig kurz. Genau, ich glaube, du hast die Antwort teilweise schon beschrieben. Ich glaube, es geht einerseits darum, dass wir einfach sagen, es ist natürlich immer noch irgendwo ein Waterfall-Process und sehr, sehr viel schneller. Vor allem am Anfang, wenn du startest mit dem Projekt. Aber ich glaube, was bei uns oder wie wir probieren, das Problem ein bisschen zu lösen, ich glaube, die große Frage ist ja eigentlich bei so einem Waterfall Process, wann ist der Moment, dass du switchst zwischen den Tasks? Und sozusagen, wie viele Bilder musst du labeln? Das weißt du ja im Vorhinein nicht. Und was wir machen, oder ich glaube, wie Hasty angefangen hat, ist eben zuerst ein Labeling-Tool gebaut. Und in einem Labeling-Tool haben wir sozusagen Assistants. Und dieses neuronale Netzwerk, die auf deinen Daten trainiert werden. Und das ist quasi das macht uns in dem Bereich unique, weil wir jetzt eben nicht Transferred Learning benutzen dafür oder wie auch immer, sondern es wirklich auf deinen Daten trainiert ist und du kriegst dein erstes Modell nach 10 Bildern. Und dieses Modell fängt an, dann dich zu assistieren. Das macht quasi Vorschläge und du kannst sagen, ja, das sieht gut aus oder das ist nicht gut. Und dadurch kriegst du sozusagen erstmal so ein direktes Feedback mit, was versteht ein Modell eigentlich und was nicht. Und es ist oft, kommen die nicht auf 99,9% Accuracy, diese Standardmodelle out of the box. Aber am Anfang überhaupt ein Gefühl zu bekommen und eher so diese so vergleichende Metriken zu bekommen, hilft es schon mal sehr, sehr viel, dass du instant dieses Modell hast. Und dann kannst du quasi auch für diese Modelle Graphen angucken und gucken, okay, wie performt eigentlich der Loss und wie entwickelt sich der? Und dann kannst du darüber eigentlich dann ganz gut diesen Punkt halt abpassen, auch dass du nicht, also wann musst du jetzt switchen? Weil in dem Moment, wenn du mehr Daten hinzufügst und das Modell wird nicht mehr besser, dann weißt du halt, okay, so, dann macht es keinen Sinn mehr, einfach nur noch mehr zu labeln, sondern dann kannst du den nächsten Schritt gehen und entweder sagen, du machst halt Quality Control auf deine Data, auf deinen Daten, sprich guckst, dass die alle sauber sind, wo wir dann eben auch automatisierte Tools anbieten, um das noch viel schneller zu machen, beziehungsweise gehst dann zum Model Building, wo wir dann auch Features haben. Ich glaube, das Wichtigste daran ist halt, dass du eine Pipeline hast, die es auch erlaubt, hin und her zu springen. Dass du jetzt quasi nicht erstmal eine Woche dein Training Environment aufsetzen musst. Und wir machen es in einem Tool, man kann es sich auch selber nachbauen. Es ist jetzt nicht so, dass es quasi nur mit Hasty geht. Aber ich glaube, das ist sozusagen, wenn du jetzt so wirklich auf den, wie dieser tägliche Workflow dann aussehen würde.
Und was wir meinen mit diesem konstanten Hin- und Herspringen. Natürlich ist es irgendwo immer noch ein bisschen Waterfall, aber die Idee sozusagen zu verstehen, wann ich sozusagen wechsle, das probieren wir sozusagen zu enablen. Und ich glaube auch so visionmäßig wäre so unser Traum oder wäre es cool, wenn du dann irgendeine Notification bekommst mit, hey, jetzt ist Zeit sozusagen das Modellbuilding anzufangen, dass man das sozusagen in unsere Recommendation Engine bauen kann. Aber ja, das ist Zukunft. Okay, aber für mich gerade mega spannend. Ich sehe das nämlich fast täglich und ich musste erst heute einen fast schon sarkastischen LinkedIn-Kommentar dazu abgeben, eben dass unsere Kunden glauben, sie müssen hier die wahnsinnige Datengrundlage schaffen. Und dann hake ich nach 2 Wochen, nach dem initialen Termin und dann heißt es, ja, wir machen jetzt erstmal Data Connectivity oder wir starten jetzt mal den Data Lake mit allen Daten aus, die wir finden. Und da geht mal die Hutschnur hoch. aber gleichzeitig wusste ich nie, ja, wie kriege ich das in den Griff, außer immer zu sagen, ja, Leute, uns reicht ganz wenig für einen Anfang. Und bei euch oder bei deinem gerade vorgestellten Ansatz ist es das unmittelbare Feedback. Genau. Okay, worauf ich jetzt überlegen müsste, okay, wie kann ich etablieren, dass die Kunden auch bei sich im Haus unmittelbares Feedback kriegen können? Genau. Wann es einfach genug ist. Okay. Genau, richtig. Ich glaube, das ist das, was ich auch meinte in der Beschreibung ein bisschen mit, wie wir es jetzt zumindest mit diesen, es ist ein Prozess, kein Technologieproblem. Also sprich, wie kriegst du jetzt die Leute hin, dass einerseits halt, dass sie eben früh die Modelle trainieren und dann auch damit arbeiten. Und ich glaube, das ist sozusagen das ist die Lösung. Aber was ich aber auch spannend finde zu dem, was du gerade meintest, ich habe heute noch einen Link gesehen von wieder Andrew Ng, irgendwie kommt man bei dem Thema immer wieder auf ihn zurück, aber der jetzt im Interview gesagt hat, dass es quasi gar kein, dass Big Data eigentlich ein Trend ist, der falsch ist, dass man sagt, es sollte Data Quality, nicht Quantity sein. Und dass wir das halt quasi alle Teams immer denken, okay, nur Facebook und Google können irgendwie Machine Learning machen, weil die haben halt Millionen von Datenpunkten. Aber dass ich meine, wenn du halt in einem Limited Use Case bist, kannst du auch ein Modell mit 100 Bildern trainieren tatsächlich. Klar, es ist ja komplett overfitted auf dein Use Case, ist weit weg von General AI, aber brauchst du ja auch nicht als typischer, als Mittelständler sagen, oder? Ja, ja genau. Wenn es nichts macht, dann macht es nichts, ja. Genau, ja. Danke dir. Genau, sehr, sehr, sehr spannend. Genau, ja, dann würde ich mal weitermachen. Genau, ich habe, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen mehr halt, wie wir die Welt sehen und die Einordnung von uns kann man auch natürlich anders sehen. Und ich glaube aber, oder wir glauben stark, dass ein Teil, warum Projekte gefailt sind in der Vergangenheit, stark damit zusammenhängt, wie akademische Forschung funktioniert im ML-Bereich. Und ich glaube halt, SOTA-Chasing ist ein sehr, sehr großes Ding, oder ich glaube, das ist es ja. Und es geht ja im Grunde um Machine Learning Research darum, immer den neuen State of the Art zu schaffen. Und State of the Art wird gemessen auf irgendeinem Benchmark-Dataset. Und dann sage ich jetzt, mein Modell, also meine Transformer-Models sind jetzt halt irgendwie so viel schneller oder 0,5% more accurate als Mask-RCNN, also als ein Beispiel sozusagen. Und wir glauben aber, dass genau dieses Denken, das fängt ja schon damit an, dass es sich nur den Algorithmus anguckt, nicht die Daten, das ist der eine Fehler. Aber es gibt, glaube ich, noch viel mehr Gründe, warum das sozusagen eigentlich ein Recipe for Failure ist, wenn du die Applied Machine Learning anguckst. Aber dass logischerweise viele eben aus der Research kommen oder halt natürlich in Research, die, also sind beeindruckende Sachen geschaffen worden, deswegen probiert man das zu imitieren, logischerweise. Aber genau, aber ich glaube, wir glauben eben, dass es Gründe gibt, die einfach in der Realität oder wenn du praktisch arbeitest, anders sind. Und ich glaube, der erste Grund ist, dass einfach Datenqualität ein wichtiges Thema wird, wo man quasi sagt, es gibt ein sehr, sehr gutes und interessantes Paper, wo quasi Research vom MIT, die haben Confident Learning benutzt, das ist auch was wir in unser Tool auch eingebaut haben für die Datenqualitätskontrolle. Aber die haben quasi Confident Learning, so nennen sie das, genutzt, um da Fehler im Dataset zu finden und haben das dann quasi danach nochmal alle wirklich per Hand überprüft, ob es wirklich stimmt. Und die konnten aber dann dadurch halt eben zeigen, dass in den meistbenutzten Benchmark-Datasets, also den 10 meistbenutzten, die durchschnittliche Error-Rate 3,4% ist und nur darauf geachtet auf Classification Errors. Also sie haben nicht darauf geachtet mit, wenn man Masken oder sowas hatte, sind die eng an genug gezogen oder so, sondern wirklich nur ein falsches Label drauf. Und hier sind eben drei Beispiele des Videos, sehr, sehr lustig, das kann ich sehr empfehlen. Also ich glaube, viel Northcutt, EAL, es ist die Autoren, die haben einfach, das ist ein 2-Minuten-Video, wo sie einfach ein paar Cherry-Pick-Beispiele haben, aber es ist immer Spaß zu gucken. Und ich glaube, und das Problem ist, muss man gar nicht groß eigentlich erklären, warum das eben in Applied Machine Learning nicht funktioniert. Es gibt eben dieses schöne Saying, Garbage in, Garbage out. Wenn ich ein Modell auf Daten trainiere, die nicht mein Use Case repräsentieren, dann habe ich doch keine Chance, dass es irgendwie nützliche Predictions macht.
Und das ist, glaube ich, so der erste große Unterschied. Deswegen eben genau dieses Sota-Chasing zu sagen, boah, ich bin jetzt hier auf ImageNet, erkenne ich Affen total gut, aber dann sind Affen als Löwe gelabelt. Ja, aber das hier wird halt nicht hinterfragt und ich weiß von Research. Und das zweite Problem, was auch sehr stark mit Daten zusammenhängt, ist, dass man halt größtenteils Custom Data braucht. Das heißt, es fängt wieder an, ich brauche ja Daten, die meinen originalen Use Case entsprechen. Das ist sozusagen der erste Schritt oder der Verteilung des Use Cases, die ich mir angucke. Und ich glaube auch, was halt hier und warum das so ein wichtiges Thema ist, das ist nochmal so ein sehr schön, auch interessantes Paper, das war eine Service Study von einem Team bei Google und das Paper hieß sozusagen Everyone wants to do the model work, not the data work. Und da ging es darum, dass sie sich AI in High-Stakes und Environments anguckt haben, also sprich sowas wie Medizin und solche Beispiele. Und da einfach die Leute interviewt haben mit, ja, was sind eigentlich eure Challenges und was halt immer wieder rauskam ist oder was sich wiederholt hat bei diesen Interviews, dass eben Leute eben genau das auch nochmal wiederholt haben mit, okay, die größten Schwierigkeiten, die wir am Ende haben beim Deployment, haben schon eben in der Data Collection angefangen und im Problem Statement. Und es hat halt eben, es reicht nicht aus, ich nehme jetzt einfach ImageNet und klasse, mache damit jetzt mal ein Manufacturing QA-Problem. Sondern man muss quasi schon am Anfang sehr genau definieren, welche Daten brauche ich eigentlich, dann die richtigen Daten sammeln, diese richtig labeln und dass diese Entscheidung halt eben dann sich so spät im Prozess eigentlich rechnen kann, wenn man die falsch macht. Und das ist sozusagen der zweite große Unterschied. Und dann der dritte Unterschied ist auch, dass man quasi in der Realität Distribution Shifts finden kann, oft auffindet, die man so jetzt in der Research gar nicht unbedingt, die man nicht hat. Sprich, es gibt ein bisschen Research, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt, wird spezifiziert, aber es ist noch ein sehr, sehr kleines Bereich, sehr kleiner Bereich. Also Sachen wie zum Beispiel Data Drift, das war auch ein Beispiel, was ich vorhin schon mal angerissen habe, weil ich habe nur tagsüber gelabelt und jetzt will ich das Modell auch nachts benutzen. Dann ändert sich halt einfach diese zugrunde liegende Verteilung meiner Daten ja komplett. Oder man sagt, okay, ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel ist sozusagen, dass sich einfach das User-Behavior verändert. Also sprich, das ist dann eher so ein Consumer-Internet-Kontext, aber dadurch, wenn ich jetzt sozusagen bei YouTube eine Recommendation-Engine baue, die mir dann Videos vorschlägt, und ich dann klicke ich aber automatisch nur noch auf die Videos, die mir vorgeschlagen werden von dieser Engine. Und dadurch ändert sich ja sozusagen einfach diese zugrunde liegende Verteilung. Und dadurch habe ich dann wieder das Problem, dass meine Daten, auf denen ich komplett trainiert habe, nicht mit den Daten oder Verteilung entsprechen, die in der Wirklichkeit existiert in meinem Use Case. Und das ist auch einfach ein Thema, das einfach von den meisten Sota-Chasing-Paper komplett ignoriert wird. Weil die sagen, ich habe hier mein statisches Dataset, darauf will ich jetzt halt einfach MLP oder Accuracy oder was auch immer maximieren. Und ja genau, ob es jetzt sich irgendwie ändern kann, interessiert mich gar nicht. Und genau, das ist sozusagen ein Beispiel. Und ich glaube, der letzte große Unterschied ist einfach, dass man quasi Constraints hat in Applied ML. Ich glaube, das eine Thema, darüber haben wir gerade auch schon angefangen zu sprechen, ist halt eben dieses Small Data, Big Data Problem, dass man auch einfach sagen muss, es ist teilweise auch gar nicht möglich, einen Data Lake mit 1 Million Bildern zu sammeln. Also ein Beispiel ist sozusagen, wenn man sagt, okay, man will jetzt Quality Assurance Manufacturing machen oder man will, oder sagen wir, man will einen Roboterarm bauen, der irgendwie Sachen sortiert. Und teilweise kann ich nicht einfach eine Million Examples, Beispiele oder Beispielbilder finden, Samples. Und da muss man eben mit diesem Small Data arbeiten, aber das ist auch okay. Also sprich, was hier zum Beispiel, das ist genau die Diskussion, die wir gerade hatten, ich habe jetzt 200 Fotos, ich kann nicht mehr bekommen. In jedem Research Paper würdest du oder jeder Conference würdest du nicht reinkommen, weil der Modell überfittet ist. Und das ist natürlich theoretisch richtig, aber vielleicht Use Case spezifisch, wenn du in einem statischen Kontext bist und weißt, es ist ein sehr, sehr spezifisches Problem, kann es funktionieren. Und ich glaube, das ist sozusagen der eine Grund. Der andere Grund ist offensichtlich, dass man in Applied Machine Learning Hardware Limitations hat. Also ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, Machine Learning Texas Instruments laufen zu lassen. Ich weiß, dass unser Team sehr gelitten hat, als sie es probiert haben. Oder aber sie haben es auch geschafft nach einer Weile, muss man auch sagen. Aber genau, aber ich glaube, das ist einfach dann auf die andere Seite. Man hat eben nicht alle, man kann nicht alles immer in der Cloud laufen lassen und kriegt irgendwelche Academic Packages von Google und AWS und wie auch immer. Sondern genau, es gibt irgendwo einfach die Limitation, wenn man eben in Applied ML arbeitet. Und ich glaube, dass das einfach alles Sachen sind, die halt im Research viel eben oft nicht so betrachtet wurden. Und zwar im Research immer dieses Sota-Chasing, ich brauche ein besseres Modell, besseres Modell, besseres Modell. Aber das ist eben, dass das halt einfach einen nicht weit bringt, wenn man dann wechselt auf Applied ML, sondern dass da einfach ganz andere Themen auf einmal wichtig werden und viel mehr dieses eben Zusammenspiel Daten und Modell und wie das zusammen funktioniert.
Und ich glaube, ja, genau, jetzt sozusagen die letzten am Ende drei praktische Tipps. Also genau, es ist auch wieder, ne, was wir eben gelernt haben in diesen 2, 3 Jahren, was wir einfach sehen, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten. Minas, ja. Nochmal eine Frage. Ja, sorry, ich rede mich da ein bisschen schneller, sehr gerne unterbrechen. Ja. Magst du nochmal ganz kurz zurückgehen auf die letzte Folie? Auf die? Genau. Nochmal kurz zum Verständnis, wie geht ihr mit dem Small Data Problem um? So wie ich sehe, hast du, ich glaube, 3 Möglichkeiten, oder? Um aus Small Data rauszukommen. Entweder du eliminierst das Problem an sich, das heißt, du organisierst dir mehr Daten. Ja. Option 2, du versuchst die Qualität der Daten möglichst, also der wenigen Daten möglichst hochzuziehen. Option 3 ist, so wie wir es bei Aerio machen, mit unserem Python-Package, wir bauen Modelle mit so wenigen Freiheitsgraden, dass die verfügbaren Daten mit deren Informationstiefe wiederum fürs Training reichen. Und wie ist es jetzt genau nach eurem Vorgehen? Habe ich das richtig verstanden, dass ihr dann eher in die Qualitätsrichtung geht, über wirklich super gute Annotations? Oder habt ihr dieses kontrollierte Overfitting noch irgendwie im Griff? Weil du meintest gerade, Overfitting ist okay, wenn es sozusagen innerhalb der eh gegebenen Grenzen das Overfitting betreibt. Aber wie stellt ihr das sicher, dass das Modell wirklich das macht? Genau, also ich bin sehr gespannt auf vielleicht andere Ideen, die ihr habt. Ich glaube, für mich ist das ein bisschen ein Problem. Ich finde mit den Freiheitsgraden ist ein total valider Approach, funktioniert bei Bildern aber nicht. Weil du bei Bildern. Deswegen machen wir keine Bilder, genau. Genau, und das ist halt einfach, also du hast vielleicht ein 2x2-Pixel-Bild, aber darauf erkennst du auch nichts. Und deswegen funktioniert es nicht, genau, bei uns ist halt wirklich dann die einzige und beste Lösung, die wir momentan im Petto haben, ist halt wirklich zu sagen, einfach, also so mehr, also so gut es geht, mehr Daten, falls es wirklich zu wenig ist. Dann Datenqualität ist einfach wichtiger als mehr Daten. Und dann, glaube ich, so als dritter Punkt ist, dass man kann mit Augmentations rumspielen. Man kann, also wir sind nicht, also es ist Augmentation wäre sozusagen die Idee, dass du bei Bildern sagst, okay, ich nehme jetzt halt die gleichen Bilder, aber manche davon flippe ich einfach. Bei anderen davon nehme ich zum Beispiel so Farbkontraste oder sowas, also dass man die Sättigung ändert. Und das ist dann auf einmal ganz anderes, sieht ein bisschen komisch aus immer. Aber dass man hofft, dass man dadurch dann einfach quasi es hinkriegt, dem Netzwerk bestimmte Muster zu zeigen. Und ich glaube, das sind sozusagen die 3 meiner Meinung nach besten Wege. Und dann ist sozusagen der 4. Weg, der, glaube ich, ein bisschen umstrittener ist, ist sozusagen Generate GANs zu benutzen. Also das sind diese Netzwerke, die Deepfakes erstellen, um gefakte Daten herzustellen. Aber das Problem ist, warum ich sage, es ist ein bisschen kritisch. Also es gibt immer wieder Papers, die man irgendwo sieht oder hört oder auch Use Cases, die man hört. Das ist gerade in der Medizin, würde ich es gerne benutzen, weil da haben wir das Problem aus von Imbalanced Data Sets. Das ist ja, glaube ich, immer viel weniger Positives als Negative. Dann machen die das, um halt die Positiven aufzusamplen. Was aber ein bisschen der kritische Punkt dabei ist, ist, du brauchst auch für GANs eine Ground Truth Data. Also die können nicht aus nichts was generieren. Und das eigentlich zumindest so, wenn man da theoretisch rangeht, müsstest du die gleiche Verteilung, die in deiner Ground-Truth-Data ist, also sagen wir diese Imbalance-Verteilung, müsstest du in Theorie, wenn du jetzt ein Netzwerk drauf trainierst, aufgrund diesen Bildern was Neues zu generieren, müsste das ja diese gleiche verschobene Verteilung auch aufnehmen. So viel zum Theoretischen. Es gibt aber Paper, die sagen, sie haben gute Ergebnisse damit erzielt. Das ist, glaube ich, so ein offener Punkt, aber das wäre auch noch ein Ansatz, den viele dann wählen oder wo sie den ausprobieren. Alright, cool. Danke dir. Genau. Andere Fragen? Okay. Oder auch sehr gerne Anregungen, muss nicht immer eine Frage sein. Genau, und ich glaube sozusagen, aber jetzt eben, um zu den Tipps zu kommen, sozusagen, was wir eigentlich jetzt immer sozusagen grundsätzlich empfehlen, ist das eine, was wir am Anfang schon hatten, aber eben zu einem, also man sollte mit AgileML arbeiten, man sollte probieren, mit AG zu arbeiten, wir kennen es aus der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung ist es fast schon ein Schimpfwort, habe ich das Gefühl, weil mittlerweile jeder irgendwie sagt, ja, wir sind jetzt Agile, keine Ahnung. In Machine Learning ist es ja leider noch keine Standardpraxis. Und ich glaube, man sollte probieren, da hinzukommen. Und was halt für uns einfach, glaube ich, der beste Weg ist, ist einerseits, was ich vorhin schon angesprochen habe, möglichst diese Pipeline möglichst smooth zu machen, dass ich halt hin und her springen kann. Dass ich zum Beispiel keine Abhängigkeit habe von einer Labeling-Agentur, die outgesourced ist, die dann irgendwie erst in 3 Wochen ready ist und wieder Ressourcen hat, um zu labeln, wenn jetzt gerade nicht das Projekt aktiv läuft. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den wir sehen, ist so viel, wie es geht, zu automatisieren. Und man kann eine Menge automatisieren. Weil das sozusagen einfach dafür sorgt, dass die Arbeitsschritte im Einzelnen schneller sind. Und dann kann ich viel mehr Arbeitsschritte einfach schneller machen und bin dadurch viel flexibler und schneller.
Ich glaube, das ist sozusagen der erste große Tipp, aber das ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir schon gesagt hatten. Und ich glaube, der zweite Tipp, den wir eigentlich Teams immer mit auf den Weg gehen, es macht keinen Sinn, die ganze Pipeline selber zu bauen. Es gibt immer mehr, also wir sind nicht die Einzigen, die dieses Problem erkennen. Hier ist, glaube ich, auch wenn ihr schon mit MLOps irgendwie beschäftigt habt, kennt ihr diese Grafik hundertprozentig. Sie wird überall irgendwie benutzt, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist eine Grafik von einem Google-Paper von, ich glaube, es ist auch schon älter, von 2015, aber die einfach mal sehr gut aufgezeigt haben und die auch sehr, sehr früh waren, um zu zeigen, okay, das ist tatsächlich, Machine Learning ist nicht nur eine Code, sondern es gehört viel, viel mehr dazu, um jetzt wirklich eine Application zu bauen, die auch benutzt wird. Und eben MLOps ist jetzt sozusagen diese Bewegung, die jetzt sagt, okay, wir, das ist ein bisschen wie DevOps bei klassischem Software Engineering, wo es jetzt darum geht, es ist gar nicht ein Platz für Machine Learning, sondern es ist eigentlich schon eine Verbindung aus Software Engineering und Machine Learning, also wie baust du eigentlich überhaupt diese Pipeline, dass du so ein Modell trainieren kannst und dann auch, dass du halt Inferences serven kannst, eben in Production. Und da gibt es jetzt immer mehr Tools, die das machen und sehr viel, was man hier in dieser Grafik sieht oder sehr viel von diesen Schritten sind tatsächlich also reproduzierbar und sind sehr, sehr, wenn man die einmal verstanden hat, kann man das für sehr viele Projekte machen. Das heißt, es lohnt sich für Startups da reinzugehen, aber es macht keinen Sinn tatsächlich für selber das Problem zu bauen, weil es gibt diese ganzen Tools, sondern es macht viel mehr Sinn zu sagen, okay, man konzentriert sich wirklich vor allem auf die Daten, weil das ist das, was am schwierigsten ist nachzubauen und dann im zweiten Schritt eben auf das Modell. Und ich glaube, das ist sozusagen, was sehr wichtig ist. Und ich habe hier oben noch die Exception drin, so anlässlich Tesla. Was wir damit halt meinen, Tesla hat halt einfach einen Daten-Throughput, der ist enorm, der ist riesig. Die bauen Systeme wie Hasty oder wie diese ganzen anderen Tools selber. Aber weil die halt auch quasi groß genug sind und auch die Datenmengen haben, das wahrscheinlich auch so customized brauchen, dass es halt auch nicht dann einfach so ist, ja, wir bauen es jetzt einfach mal nach. Aber ich glaube sozusagen, für 99% der Teams macht es eigentlich keinen Sinn, die ganzen Ressourcen in sowas zu stecken, sondern eigentlich zu sagen, wir stecken die Ressourcen jetzt wirklich eben in die Daten, ins Modell. Und natürlich freut es mich, wenn ihr Hasty benutzt oder wenn jemand Hasty benutzt, aber es ist wirklich, glaube ich, auch so ein allgemeines Ding. Da passiert gerade sehr, sehr viel in dem Space. Was ich auch empfehlen kann, es gibt die MLOps-Community auf Slack, oder das ist eine Slack-Community, die machen auch einen Podcast, die machen auch irgendwie Events. Und da kriegt man sehr, sehr viel mit, was für Tools da sind und was für irgendwie Probleme genau da sind. Dann geht es dann halt hier auf jeden, was hier so High-Level ist, dann 10.000 Ebenen nochmal tiefer rein. Das kann ich für Leute, die sich da einfach interessieren, auch sehr empfehlen, sich damit einfach zu beschäftigen. Und dafür trifft man dann auch immer wieder erstaunlicherweise oder so Leute mit großen Namen. Also das trifft man die Google-Leute, die Spotify-Leute, die Facebook-Leute. Und keine Ahnung, wie die sich genau alle damit beschäftigen. Und genau, wie gesagt, aber am Ende des Tages, Hasty ist eben auch eins dieser Tools, die das vereinfachen. Und ich glaube, der letzte Schritt ist auch zu sagen, dass Teams, also dass man selber labeln sollte, so viel es geht und auf jeden Fall am Anfang. Und das spielt halt eben genau darauf, auf das, was wir vorhin mal kurz hatten, mit, dass ich eben Feedback kriege, wenn ich ein Modell habe, also wenn ich selber label und dann direkt ein Modell drauf trainiere. In dem Moment, wenn ich das outsource, kriege ich dieses Feedback nicht mehr. In dem Moment, wenn ich jetzt outsource, was seit lange Industriestandard war, aber dann kriege ich eben dieses Feedback nicht, dann weiß ich nicht, was funktioniert und was nicht. Und hier ist auch einfach ein sehr, sehr klassisches Beispiel, dass man quasi sagt, okay, die Labeling Instruction ist ja, die man jetzt diese Outsourcing Company gibt, ist total klar und einfach. Man sagt einfach, ja, so zeichne Bounding Boxes, um die Position der Iguanas auf den Bildern zu zeigen. Und dann gibt es aber zwei Wege, dieses Bild zu labeln. Also entweder du sagst, du zeichnest die Bounding Boxes getrennt oder du sagst, du zeichnest zusammen, weil es ja hier overlappt und weil der Schwanz da ist. Und beide Wege sind tatsächlich nicht falsch faktisch gesehen und beides kann funktionieren. Ich würde wahrscheinlich zu B tendieren, aber das ist auch eine Ansichtssache. Aber was halt dann problematisch wird, ist, wenn ein Labeler das so macht, der andere Labeler das so macht. In dem Moment, wenn ich jetzt einfach am Anfang meines Projektes alles outsource, dann werde ich sowas halt nie merken. Oder merke ich das halt, nachdem dann halt schon, keine Ahnung, wie viele tausend Bilder gelabelt worden. Und dann muss man nochmal hingehen und sagen, okay, jetzt können wir die alle eigentlich nochmal neu labeln. Und wir müssen zumindest durchgehen, ob wo denn diese Fehler gemacht wurden. Und sowas kann man halt viel, viel leichter am Anfang spotten, wenn man wirklich sagt, das Team, das Machine Learning Team labelt erstmal selber. Und das ist dann eben genau das Versprechen von zum Beispiel Hasty, dass wir auch sagen, okay, man kann diesen Prozess aber automatisieren oder mit AI unterstützen, dass das nicht mehr ganz so painful ist und dass man einfach viel, viel schneller ist. Aber das sind sozusagen das ist die Präsentation. Ich glaube, das ist so die High-Level-Tipps. Was ist HTML? Warum ist das cool? Warum glauben wir, dass es so ist? Und genau, ich habe jetzt nicht über das Tool gesprochen. Wenn jemand Interesse am Tool hat, könnt ihr immer eine E-Mail schreiben, könnt auch die Website selber auschecken. Freue mich immer, eine Demo zu machen oder darüber zu sprechen, aber freue mich noch mehr jetzt auf Fragen oder Anregungen.
Ja, ich hätte eine. Also ich komme ja nicht aus der Data Science Education. Ich habe das Gefühl, du hast in Data Science deinen Master gemacht oder P-Doktor wahrscheinlich. Kannst du vielleicht ganz kurz zurück zu dieser MLOps-Tools Slide gehen? Ich habe eine Frage, wie würdest du, es gibt ja diese verschiedenen Positionen jetzt mittlerweile, Data Engineer, ganz Data Scientist, dann ML Engineer. Wenn du diese Position hast, wo würdest du denn hier die drauf mappen auf diese einzelnen Gegenden? Genau, gerne. Also ich glaube, was ich kann auch einmal dazu sagen, ich habe selber, ich bin studierter VWLer. Also ich habe auch keinen studierten Hintergrund. Okay, Ich alles beschäftige mich klar. aber seit jetzt, also schon länger mit Du dem Thema kommst so AI. rüber, als ob du das Fachwissen hättest. Ich glaube, es ist mein das Glück, das mit sehr das Glück habe, mit sehr vielen Teams einfach zu sprechen und mich jetzt auch seit einem Jahr mit nichts anderem auseinandersetze. Wahrscheinlich kommt es dann daher. Und ich wollte tatsächlich eigentlich nochmal zurück zur Uni Data Science studieren. Und dann hat mich das Hasty-Team davon abgeredet und weiter, komm doch zu uns. Nein, genau, aber zu deiner ursprünglichen Frage, genau, ich glaube, also du hast angefangen mit Data Science, also es gibt sozusagen jetzt was Neues, so diesen ML-Ops-Engineer, der macht so ein bisschen alles davon. Ich glaube, sowas. Genau, das ist sozusagen der neue Titel. Ich glaube, der ML-Engineer ist auch am nächsten dazu dran, alles davon zu machen. Das ist sozusagen, das ist ja genau diese Verbindung aus Machine Learning, aber Engineering. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Vorstufe vom ML-Ops-Engineer. Und der Data Scientist ist, glaube ich, finde ich sehr, sehr klassisch hier in dieser Feature Extraction ML-Code-Ebene. Und dann ist sozusagen der Data Engineer, so von dem, wie ich das so einordnen würde. Ist dann viel quasi hier auf Data Verification, Data Configuration, Feature Extraction. Und was dann sozusagen klassischerweise, jetzt davon, was jetzt hat es nicht genannt, aber hier rechts ist dann auch sozusagen Infrastructure Manager eigentlich, der sich dann da quasi halt genau damit auseinandersetzt, wie baust du überhaupt die Pipeline, dass du dann quasi das serven kannst, dass man es monitoren kann. Und so würde ich da jetzt die Einordnung machen, aber auch mir keine Hand für ins Feuer. Das ist, glaube ich, sehr, sehr fluent und ich glaube auch jede. Also, weil was so unser, ich glaube, mein größtes Learning ist einfach von viel darüber gelesen zu haben und mit vielen Teams gesprochen haben, auch jedes Team definiert es auch ein bisschen anders. Also, es ist irgendwie immer so, auch dieser ganze MLOps-Begriff, davon gibt es 10.000 Definitionen, weil es was Neues ist und wo es jetzt jeder halt dranhält und sagt, hey, wir machen MLOps. Aber es ist noch nicht, es gibt noch nicht diesen einen, wirklich die feste technische Definition dafür. Danke, ich habe noch eine Anschlussfrage. Wo würdest du, in welchem Feld das einordnen, wo die meiste Domain-Knowledge für die Daten gebraucht wird? Das wäre jetzt sozusagen hier auf der Grafik ganz klar Data Collection, Feature Extraction und auch Verification. Das sind sozusagen die drei. Und was ich dazu vielleicht auch noch gerne anhängen würde, das ist auch das, was wir tatsächlich als schwierigsten Teil sehen am Machine Learning. Weil die ganzen anderen Sachen sind alle offen, accessible und es gibt sehr, sehr viel Content dazu. Du kannst es studieren. Also die Domain Knowledge ist sozusagen das, was du nicht hast, wenn du aus der Machine Learning Ecke kommst. Und ich glaube, dass das sozusagen das ist, wo wir glauben, wenn man schafft, dieses Wissen, was halt Experten haben, in Daten zu übersetzen, hast du, glaube ich, dann einen Vorteil gegenüber anderen Teams. Aber ja, genau. Aber das sind sozusagen die hier der Bereich, sozusagen, dieser ganzen Datenbereich. Dankeschön, Tobias. Sehr gerne. Dann würde ich an der Stelle noch eine Frage bringen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du damit jetzt zwei wichtige Themen angesprochen, die momentan einfach im Workflow den ML-Engineers das Leben schwer machen. Nämlich einerseits eben, dass der Zugriff auf vernünftig annotierte Daten fehlt. Okay. Und dass die entsprechende Pipeline, um schnell in dem agilen ML-Workflow zwischen den Phasen hin und her springen zu können, dass die Pipeline über das ML-Ops gegeben sein muss. Jetzt habe ich gesehen auf eurer Internetseite, dass ihr auch das Thema Data Security anspricht. Und da wollte ich nochmal ganz kurz eben auch eintauchen, um besser zu verstehen, inwiefern und wo da genau das Problem für die ML-Engineers momentan liegt, weil ich verschiedene Facetten dieses Themas kenne. Und wenn du das einordnen könntest, wäre das cool. Geht es da darum, dass ich einen Datensatz so weit anonymisieren kann, dass der an jemand anderes gegeben werden kann? Oder geht es darum, sozusagen auf einer Infrastrukturebene die Daten zu schützen? Genau, es geht Oder darum. noch mal ganz anders. Aber genau, vielleicht könntest du das einfach nochmal einordnen. Genau, ich glaube, bei uns geht es viel mehr darum, oder eigentlich nicht viel mehr, es geht eigentlich nur darum, auf dieser Infrastrukturebene. Ich glaube, das erste ist auch ein valides Problem. Da habe ich zum Beispiel auch
was Lustiges, oder das Interessante ist, was Lustiges gesehen, aber ein Paper, wo sie quasi GANs trainiert haben, um Gesichter zu verfälschen, dass es immer noch ein Gesicht ist und echt aussieht, aber nicht nur die echten Gesichter sind eben genau aus diesen Datenschutzgründen. Das ist was, wo wir sind GDPR-compliant, wir sind HIPAA-compliant, du kannst deine Daten so hochladen, aber das musst du selber machen. Das kommt dann quasi darauf an, was hast du auf deinen Fotos oder nicht. Aber was halt bei uns einfach ein anderes sehr großes Thema ist, ist Datensicherheit im Sinn von, das ist jetzt auch eher fast schon Business-Thema, um ehrlich zu sein, aber von Wettbewerbsfähigkeit, dass du quasi sagst, ich glaube, das ist halt, das geht sehr, sehr viel Arbeit dran, einen Datensatz, der eben auf deinen Use-Case passt, zu kreieren. Und was da einfach wichtig ist, dass du halt einerseits natürlich Sicherheit hast, dass es keine Hacker gibt, das ist das eine, aber auch, dass du die Datenhoheit hast, das ist der wichtige Teil, dass quasi Daten verschlüsselt auch gespeichert sind, dass wir zum Beispiel die Daten nicht angucken dürfen, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben nur Zugriff, also wir sehen Metadaten, wie viele Labels hast du kreiert, wie Bilder hast du hochgeladen, das können wir über jeden sehen, aber wir können jetzt nicht, ich kann über keine Art und Weise deine Bilder angucken. Und da war, einmal hab ich es probiert und dann meinte das CTO, nee, also ich könnte es technisch machen, aber kriegst du nicht. Und das ist sozusagen, ich glaube, das ist das eine Thema. Und das andere Thema, was dann noch aber größer ist, ist auch einfach, dass du viele Tools, die nicht so eine Policy haben und gerade die amerikanischen, weil da es eher laxer ist, benutzen dann Modelle, die sich auf deinen Daten trainieren oder mit Hilfe von deinen Daten trainieren, um das anderen auch zur Verfügung zu stellen. Und da sagen wir quasi, jedes Modell, das mit deinen Daten trainiert ist, kann es auch nur du lizenzieren. Und das heißt, sprich auch nur du benutzen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein wichtiges Thema, was ich jetzt heute jetzt gar nicht angesprochen habe, weil es eben, so wie wir es verstehen, eher ein Business-Legal-Thema ist. Dass es halt darum geht, okay, dass jetzt nicht deine Wettbewerber sich auf das Tool holen und dann durch deine Daten auf das Modell zugreifen können. Aber genau, ich glaube, das ist sozusagen auf der Ebene schon ein sehr großes Thema. Und ja. Alles klar, verstanden. Danke dir. Gerne. Denke ich, hätten wir noch Zeit für eine bis zwei Fragen. Alright, dann würde ich an der Stelle den Sack zumachen. Vielen Dank, Tobias. Sehr, sehr eindrucksvoll. Ich finde es total cool, wie du das dargestellt hast, welche Problemfälle es in dem Bereich der Visual ML gibt und wie ihr versucht, das anzupacken. Fand ich sehr, sehr spannend. Ist es möglich, dass du die Folie nochmal für alle Teilnehmer teilst? Genau, sehr gerne. Musst du mir mal sagen, wie ich das am besten mache, aber ja, sind kann ich gerne teilen. Ich glaube, ich habe, als mir jetzt gerade aufgefallen, irgendwie und dafür noch ein paar Links. Ich habe die nur reingeschrieben als Links, aber ich verlinke, das würde ich auch schnell einfügen. Dann schick mir einfach die aktualisierte Version per E-Mail. Wir stellen das dann auf den Discord-Server online in die Gruppe. Ja, voll cool. Vielen Dank dafür. Wem jetzt noch eine Frage eingefallen ist, kann gerne einfach im Zoom-Meeting bleiben. Ansonsten bleibt mir noch den Ausblick zu geben auf nächste Woche. Da wird ein guter Bekannter von mir aus der Zeit noch vom Max-Planck-Institut hier sein, der Maximilian Kurten. Der ist jetzt bei BeTelligent. Und wer die vierte Staffel von The Ethereum Podcast gehört hat, der oder die hatte sich ja schon mit Causal ML auseinandergesetzt. Das heißt, wie mache ich wirklich kausales Machine Learning auf einem Datensatz? Und der Max wird uns was erzählen über einen Datensatz von IBM mit dem Ziel, Kündigungen zu verhindern. Ja? Zu verhindern, dass die Mitarbeiter kündigen und dabei herauszufinden, eben welche Maßnahmen man ergreift, abseits von Anketten, ja, dass die Leute einem nicht davonlaufen. Insofern, wer die vierte Staffel vom Podcast spannend fand, beziehungsweise einfach mehr darüber erfahren möchte, einen echten Use Case, Causal ML Use Cases, davon gibt es nicht so viele. Der oder diejenige sollte nächste Woche wieder Dienstag um 16 Uhr mit dabei sein. Tobi, vielen Dank nochmal nach Berlin. Applaus, Applaus. Und jo, wer noch Fragen hat, gerne drinbleiben. Danke dir. Macht's es gut. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ciao. Bis dann.